Ja, Marco Sievers von Apanos, Sie kommen aus der Trendfolge und Sie messen regelmäßig die Stimmung an den Märkten und die scheint sich jetzt zu verschlechtern. Es wird wieder etwas turbulenter. Wir hatten ja schon einmal dieses China-Tief im August mit knapp unter 9.400. Da ist der DAX jetzt wieder Ende September, obwohl man immer sagt, September ist ein guter Einstiegszeitpunkt. Wie würden Sie im Moment die Stimmung denn einschätzen? Was sagt Ihr Stimmungsindikator? Also unser Stimmungsindikator ist eigentlich schon im gefährlichen Terrain seit ungefähr Ende April. Hat sich dann allerdings, das war ja noch die Griechenland-Krise, die wir ja im Zuge der Krisen, die wir dieses Jahr haben, nicht vergessen dürfen. Aber dann wurde die Stimmung doch schon wieder besser. Aber relativ schnell, auch deutlich vor der eigentlichen Korrektur, wie man sie im DAX sieht, waren Warnsignale da. Also wenn ich mir die ganze Entwicklung der Emerging Markets, Aktien, Anleihen, auch China, die starke Korrektur, die wir dort hatten, die hat ja Warnsignale gegeben. Das hat unser Stimmungsindex auch wahrgenommen, sodass wir ungefähr Mitte August schon in einem neutralen Stimmungsumfeld sozusagen in ein Szenario und gewechselt haben. Also Stimmung hat sich verschlechtert und das riet schon zur Vorsicht. Was heißt das, wenn die Ampel bei Ihnen auf neutral steht, dann für die Anlagestrategie? Ja, das heißt dann zunächst mal nicht, dass man irgendwie alle Aktien verkauft, sondern einfach sich defensiver ausrichtet, ne? Sondern dass man schon so einen Teil Gewinne mitnimmt, die bis dahin angefallen sind. Einfach so, ich sag das immer gerne, mal ein bisschen Fuß vom Gas nimmt, wenn man so als Autofahrer das Ganze mal betrachtet. Ne? Weil das ist das Problem, was wir ja alle haben, ist, das sagt auch unser Stimmungsindex am Ende des Tages nicht ganz genau, wenn wir eine Korrektur haben, wann ist eine Korrektur nur? Wann geht es also relativ schnell wieder hoch und Einstiegssignale kommen für die Marktteilnehmer und dann geht es ja manchmal auch sehr schnell nach oben, aber jetzt sehen wir, die Korrektur ist doch eine stärkere Korrektur. Also es war also nicht dumm, Mitte August einfach mal das ein oder andere Risiko vom Markt wegzunehmen. Das heißt aber, antizyklisch können Sie dann nicht operieren? In Teilen schon, aber zunächst mal muss man sagen, dass wir doch eher prozyklisch denken. Also im Prinzip erste fallende Kurse idealerweise zu nutzen, um schon mal Fuß vom Gas zu nehmen, damit in der Denkweise, dass es ja durchaus deutlicher werden kann und wir sehen das jetzt einfach nicht mit Vollgas in fallende Märkte hinein zu investieren. So erklärt sich halt, dass unser Fonds selbst halt auch durch den China-Crash ziemlich geringe, aber letztendlich doch Verluste gemacht hat, ne? Weil wir auch heute noch ganz, ganz leicht netto long sind. Wir empfinden auch nicht, und das gibt unser Stimmungsindex auch nicht her, dass der Markt vor einem totalen Ausverkauf steht, also im Sinne von 50% Aktienverluste. Und das wäre jetzt eine tolle Idee, sich sozusagen mit Short-Positionen, also mit Positionen, die von fallenden Märkten weiter zu profitieren, sich gegen den Markt stellt. Denn das geht auch schnell, dass Märkte wieder steigen können. Aber Sie haben gesagt, wenn die Stimmung schlechter wird, dann setzen wir auf Absolute Return oder dann wird dieses Thema eben stärker. Also zunächst mal ist unser Fonds ja sowieso aufgebaut, dass wir, sagen wir mal, verglichen mit alten Welten der Mischfonds halt nicht Sicherheit über Anleihen kriegen. Das empfinden wir nicht mehr als intelligentes Konzept, eine deutsche Staatsanleihe oder eine US-Staatsanleihe dort zu platzieren, weil man halt praktisch für das dauerhafte Halten kein Geld mehr verdient. Und ob man wirklich damit viel Geld verdient, wenn Aktien fallen, wenn man eh schon bei fast null Zinsen ist, ist fraglich. Also ist unsere Grundeinstellung zu sagen, wir sichern jede Aktienposition immer zu jeder Zeit durch Short-Positionen ab. Nur wir erhöhen eben Short-Positionen, wenn die Situation so ist, dass der Stimmungsindex sich verschlechtert. Und wie machen wir das? Wir haben dann Aktien-Long-Short-Produkte, die wir definieren als welche, die durchaus profitieren davon, dass der Markt noch eine Beta hat, also quasi die Richtung nach oben. Aber es gibt halt auch Konzepte wie zum Beispiel marktneutrale Aktienfonds, die also ausschließlich davon leben, die richtigen Aktien herauszusuchen und genauso viele Long- wie Short-Positionen haben. Und eben die sind gerade in schwierigen Zeiten stabil und positiv. Oder auch, Sie sprachen es vorhin an Trendfolgestrategien, die jetzt wirklich dann auch sehr emotionslos einfach erkennen, dass in technischer Situation ein DAX zum Beispiel eher fällt als steigt und dort über Short-Positionen das Portfolio also ideal absichern können. Jetzt kommt der spannende Q4 im Börsenjahr, Oktober, November, Dezember. Was sagt Bauch- und Kopfgefühl? Bekommen wir eine Jahresschlussrally? DAX Jahresende höher als heute? Also ich sag mal ja. Also nochmal, wir messen unseren Stimmungsindex täglich. Wenn dabei was anderes rauskommt, wir werden uns nicht gegen den stellen, weil wir ein anderes Bauchgefühl haben. Aber ich glaube, dass wir jetzt relativ schnell tief sehen werden, wo dann irgendwann der Punkt kommt, dass alle sagen, jetzt steige ich wieder in Aktienmärkte ein, jetzt sind sie wieder preiswert genug. Denn die europäische Aktie, die deutsche Aktie, wir sind nicht zu teuer. Ich denke, das ist viel Angst im Markt eingepreist, eben durch China und die Wachstumsschwäche, die von der Seite kommt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich das Umfeld, also mit anderen Worten, auf der Zinsseite kann ich kein Geld verdienen. Und die EZB und auch andere Notenbanken der Welt kaufen, was zu kaufen ist, so um es mal vereinfacht auszudrücken. Und natürlich noch ein Umfeld sind, was ganz generell für Aktien spricht. Sagt Markus Sievers von Apanos. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke auch.